Hallo alle und herzlich willkommen zur Stellaris-Runde. Und hier seht ihr jetzt einen weiteren Part aus der großen Stellaris-Runde. Wenn ihr mal Bock habt, dran teilzunehmen, dann gerne einmal in die Beschreibung klicken und einmal auf den Discord mitkommen. Ich würde ganz gerne häufiger eine Stellaris veranstalten wollen. Bis dahin, viel Spaß! Ich hatte tatsächlich überlegt gehabt, ich habe jetzt meinen Rechner ausgestattet. Woche. Ich habe noch meinen alten Gaming-Rechner sozusagen stehen. Ich hatte kurzzeitig überlegt gehabt, ob es sinnvoll gewesen wäre, entweder eine RTP-Lösung oder eine TeamViewer-Lösung sozusagen zu machen. Aber dafür hatte ich leider keine Zeit mehr. Research concluded. Wie viele Forschungsnexus kann man denn eigentlich bauen? Ein. Also, ja, normalerweise ein, wenn du ein bestimmtes Relikt kriegst, noch einen zweiten. Okay. Und der Fokus in der Tradition, Research kriegt das einem was, oder? Diese architektonische Renaissance, das sorgt dafür, dass die, dass du mehr Strukturen gleichzeitig bauen kannst. Research Meister als der Bauer, meine ich. Achso, ja, das macht das Gleiche. Ah, dass man mehrere gleichzeitig bauen kann, sozusagen. Oder? Ja. Okay. Dass du dann halt nicht immer nur eine Stufe, eine Megastruktur gleichzeitig hochschicken kannst, sondern mehrere. Ich habe zum Beispiel dieses, wie heißt's, hier, Meister auf der Bauer auch mitgenommen. Genau aus diesem Grund. Another day, another so, scientific breakthrough. Dann kann ich eigentlich mal noch. Situation log updated. Ah, jetzt muss ich selber mal in meine Schiffsdesigns gucken. Ist das der? Doch, dann kann ich noch ein paar von denen dazufügen, das passt schon. Ah, das ist eine exotische Gasrennefallerie, das ist doch schick. Also mit 40k kann man den Automated Dreadnought besiegen, ja? So ungefähr, ja. Okay, das heißt, ich gehe auf 50.000 und dann schlage ich zu. Klingt gut. So ungefähr. Hast schon wieder keine Arbeitsplätze. Meine Fresse, wie schnell geht das denn? Ach, richtig. Da war ja was. Es ist halt so der Fall, wenn du 20 Welten hast, fast, und auf jeder davon hast du einen verbesserten Maschinenbaukomplex. Ja, das geht zügig. Research concluded. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, weshalb ich gerade dabei bin, eine Ringwelt zu bauen. Damit ich die irgendwo sinnvoll verarbeiten kann. Mein Nachbar hat eine Rebellion. Wieder etwas zu töten. Nein, das ist nicht ganz. Ich muss erstmal stabil bleiben. Wait. Das ist hier in meinem Reich. Construction project concluded. Da ist so ein blaues Ding aufgeploppt. Das ist aber schon länger da. Das ist schon länger da. Ich rede bei mir unten von dem kleinen Reich, gegen das ich unterwegs bin die ganze Zeit. Sehe Feinde in Bergbaukorps in Orpheus. Another day, another scientific breakthrough. Ay.
Research concluded. Wer will das wissen? Ah, nein. Wirklich schade. Oh. Bau dein, du hast selber Megastrukturen, bau deine eigene Ringwelt. Ja, da kriegst du ein bisschen Forschung und ich glaube dunkle Materie raus. Nächste Föderationsstufe. Oh, schick, okay. Das ist für mehr Möglichkeiten. Unshielded life signs detected in deep space. Construction project concluded. Fleet Enhancement supplied. Research concluded. Das ist immer, weil die Zeit ist wieder reif. Das stimmt. Wieder. Ja. Okay, gut, dann starten wir, wie immer, mit dem Discord-Bot. Mal gucken, welches Event diesmal kommt. Mit dem Brot. Mit dem Discord. Oh. Okay. Ja, das machen wir ja nicht. Nein. Selbe Aussage? Nicht. Wie oft Schattenmeister war dabei, ist ja insane. Hä? Ja. Alter! Also 5000 Yo. Energie ist die eine Sache, aber 5000 Legierung ist schon happig. Uff. Aua! Es ist natürlich sehr, sehr nett von dir, da kann ich meine Mehrkosten noch bauen. Warum werden eigentlich hier die ganze Zeit in die Kieselsteine reingeschmissen an Legierung? Ich weiß es nicht. Das ist doch gescriptet hier. Ist komplett random, also random Funktion aus Python. 5000 Legierungen sparen. Warum können wir es nicht einfach so machen, du kannst meine Geliebte behalten? Nee, ja, halt sie, ich brauch sie nicht. Okay, gut, dann gehen wir das einmal im Grunde und von oben entsprechend einmal wieder durch. Adi, möchtest du etwas zur galaktischen Gemeinschaft beitragen? Also was hast du zu sagen? Mir gibt's gerade gar nichts eigentlich. Also wirklich gar nichts. Okay, gut. Antheas, wie sieht's bei dir aus? Oder bist du gerade gemutet? Okay. Alles gut, ich wollte mir nur kurz etwas Wasser holen. Wasser, sicher doch. Ja, tatsächlich schon. Ich habe beschlossen, nach zwei Halbliter Becher und Cuba Libre ist Wasser eine gute Idee. Sicher doch. Hey, jetzt hör auf, mich hier als Alkoholiker hinzustellen, ja? Was hast du jetzt gesagt? Das habe ich nie behauptet. Ja, ich weiß, getroffene Hunde bellen oder so. Irgendwas wollte ich tatsächlich machen und ich weiß gerade wirklich verdammt nochmal nicht mehr was. Ich weiß es, du wolltest. Wolltest 1000 Legierungen schenken. Nee, ich glaube, das war's nicht. Schade. Ja, ansonsten überleg halt nochmal, vielleicht fällt es dir ja ein.
Okay. Raxamus, wie sieht's bei dir aus? Was bewegt dich? Nichts zu vermelden, außer dass wir einen Stabilisierungsaufwand haben für den ganzen Land. Das war's aber dann noch schön. Sibonas. Ja. Ich habe soweit tatsächlich auch mal wieder nicht wirklich was zu melden. Das Spiel läuft soweit echt gut. Aber ja. Ich befürchte, mit dem Spieler, mit dem ich mich gerade am meisten unterhalten wollen würde, ist gerade nicht da. Also mit Schatten. Ja, das ist egal. Also deswegen erstmal weiter. Was ist denn da eigentlich in deinem Reich passiert? Ist es dein Vasall jetzt? Oder? Vasall nicht, nein. Ich habe dem einfach nur Unabhängigkeit garantiert. Ach. Selber schuld. Ich könnte ihn auch einfach übernehmen. Mach es einfach. Nee. Tu es endlich. Do it! Do it! Okay. Gut. Tallinn, wie sieht's bei dir aus? Ich würde tatsächlich ganz gerne einmal mit der Terranischen Föderation sprechen. Okay, das nimmt die Terranische Föderation gerne an und dann gehen wir einmal runter. Na, wie sieht's aus? Ja, es ist nämlich soweit, ich kann jetzt Föderationen gründen, beziehungsweise ich habe die Föderation als Tech erforscht. Ja, warte mal ganz kurz. Gründe sie mal. Nee, ja doch. Sollte passen. Das ist vorher gleich mal die eine Tech dafür. Das ist so eigentlich bei mir einmal reingehen und dann Richtung Föderation. Ja, Föderation gründen. Eine galaktische Union oder eine Forschungskooperative könnte ich aktuell machen. Was ist denn der Unterschied? Bei der Forschungskooperative haben wir direkt ein Forschungsabkommen. Das ist auch super, der Text ist hier übereinander gebackt. Ich kann es halt nicht genau lesen. Das ist ja blöd. Ich glaube, also bei der galaktischen Union haben wir, glaube ich, weniger Flottenkohäsion. Ich guck mir das einmal ganz kurz an. Kapazität abhanden kommt. Und bei dem anderen haben wir halt, glaube ich, dann ein Forschungsabkommen permanent. Gerade. Galactic Union macht weniger Sinn, das sind ganz, ganz wenig Sachen. Wirks, also um die Aufstiegsfähigkeiten, Level 5 bei Einigkeit, aber die Einigkeit bringt dir halt eigentlich gar nichts mehr zu dem späteren Zeit. Ja. Den normale 25% Damage gegen Crisis Ships bringt dir halt alles nichts. Wenn dann lieber einmal hier Forschung sein. Kriegst du wenigstens noch 5% Research Speed und so weiter und dann passt das. Ja, dann hast du eine Idee für einen Namen? Warte mal, welche Rasse spielst du denn? Du spielst auch einen, nehmen wir halt einfach, warte mal. Nehmen wir denn da? Galactic Union oder sowas, keine Ahnung, was weiß ich denn. Wie nennen wir es denn? Ich kann ja mal gucken hier. Namen generieren lassen kann ich tatsächlich auch nicht.
Ja, ich hau wohl was bei. Ja, ich hab bei ChatGPT was reingeballert. Und das Stellare Föderation. Ah, nimm mal das. Das passt auch ganz gut. Wo hattest du das? Ja? Ich hab das bei ChatGPT, habe ich das gerade reingepackt. Einfach dann nimm Interstellare Föderation. Ansonsten war jetzt hier noch als Vorschlag Sternenbund oder Kosmische Koalition oder Galaktische Allianz. Fand ich Interstellare Föderation noch am besten. Okay. Föderation. Gut. Receiving Transmission. Federation 4. Okay, gut. Echt? Dann gehen wir einmal nach oben. Palin und ich, wir haben etwas anzukündigen. Es gibt eine zweite Föderation hier in der Galaxis. Mal sehen, wie lange die Flitterwochen dauern werden. Die interstellare Föderation. Wer sich dem gerne anschließen möchte, der kann sich dem gerne anschließen. Unbekannt. Wir sind eine friedliche Föderation. Darf ich fragen, was das für eine Art Föderation ist? Eine Forschungsföderation. Das andere hatte keinen Sinn gemacht, gell? Ja. Union. Also ich glaube, Talin hatte nur zwei Stück gehabt zur Auswahl. Ich weiß nicht warum, weil er wahrscheinlich dann noch gar nicht mehr erforscht hat. Die Föderation zur Auswahl sind, hängt da, von den erforschten Traditionen und Regierungsethiken ab. Also zum Beispiel der Militärbund-Föderationstyp wird erst freigeschalten, wenn du die Überlegenheitstradition abgeschlossen hast. Forschungskooperativen kannst du, glaube ich, entweder nur als materialistische Zivilisation machen, oder wenn du die Entdeckungstradition abgeschlossen hast und so weiter und so fort. Ich mach gerade Genozid von Weltraumamöben. So. Okay. Gut. Würde hier an dieser Stelle aber trotzdem einfach mal ankündigen wollen, mache ich schon, dass ich meine Beziehungen zu... Nee. Ich möchte meine Beziehungen zu den Kieselsteinen verbessern. Das erwidern wir. Okay. Na gut. Ich schaue mir das nochmal 10 Jahre lang an. Hier gibt's ja momentan noch nichts, also kann man sich das ja auch angucken. Okay, stimmt. Aber ich hab Y jetzt noch vergessen gehabt. Y. Wie sieht's aus? Was hast du beizutragen? Wie gesagt, kündige ich an, die Beziehungen zu den Antennen-Replicators zu verbessern. Ansonsten habe ich nichts weiteres derzeit dazu zu tragen. Wer macht du zuerst? Ich würde ebenfalls sagen, dass ich gerne zu der Föderation grundsätzlich gute Beziehungen aufbauen möchte. Also sowohl zu Dylan würde ich gerne gute Beziehungen aufbauen, zu den Tier 1 Federation, als auch Moment. Oh Gott, was passiert denn mit der Kamera? Ich bin jetzt gerade im Moment. Wo war das hier? Unknown Federation. Moment. Genau. Talin und Dylan, ihr beiden habt jetzt eine Föderation gegründet, richtig? Wir haben jetzt eine Föderation gegründet, ja. Genau. So. Aber eine friedliche Föderation, eine Forschungsföderation, weil wir Entdecker sind. Ja. Naja. Was heißt hier naja? Naja. Eine Föderation ist Föderation. Okay. Genau, deshalb würde ich jetzt, da ich mit den
Primer Knowledge Seekers bereits positive Beziehungen habe, auch gerne mit Dylan, mit den Terran Federation positive Beziehungen pflegen. Welche Art von positiven Beziehungen schweben dir denn vor?